Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 17 auf der Neustadt-Map mit Aro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Und wir sind zuletzt stehen geblieben hier auf Feld Nummer 7. Und jetzt geht es mal darum, den Drescher wieder ordentlich in die Halle zurückzustellen. Mähwerk abkoppeln. Beziehungsweise Schneidwerk. Und dann sehen wir weiter. Dann muss ich Feld 7 wieder für die nächste Ernte bereit machen. Gedüngt haben wir schon mit dem schönen John Deere, dem Minion-Gewicht, in der letzten Folge. Und jetzt geht's dann... Oh. Na, zuklappen. Wo ist zuklappen? Da war zuklappen. In letzter Zeit spiele ich sehr viel Minecraft und habe wenig LS gezockt, muss ich dazu sagen. Deswegen bin ich ein bisschen raus. Oh no. Wie soll denn das gehen? Na gut. So, das Schneidwerk gehört natürlich wieder ordentlich auf den Schneidwerkswagen. Sehr schön. Mal gucken, ob er rumbackt, aber letztes Mal hat es gut geklappt. Ja, ich glaube, das ist schon gut. Ja. Sieht gut aus. Ist aber auch ein Monstrum hier. Class Lexion 600. Schönes Gerät. Also es ging echt schnell, das Feld abzuernten. War eine schnelle runde Sache. Direkt hinterher gedüngt und all so ein Quatsch. Hätte ich ja sonst nie geschafft. Aber mit der Arbeitsbreite von 9 Metern gar kein Problem. So. Sauber. Und zurück zum Hof damit. In der Leine parken, dann noch den Hänger und den Düngerstreuer zum Hof. Und dann wird schon die Direktsaat, die 3 Meter Direktsaat vom Kuhn-DLC ausgepackt. Werde ich zum ersten Mal dann testen. Ich habe noch kein einziges Gerät aus dem Kuhn-DLC selbst getestet, muss ich dazu sagen. Ja. Traurig, aber wahr. Aber es ist ja nie zu spät, ne, für einen Anfang. Und deswegen werden wir gleich mal uns die schöne Sämaschine ansehen. Ich finde, sie sieht echt super aus und bin jetzt auch echt gespannt darauf, wie sie arbeitet. So, dann gehen wir mal Vollgas hier. Ich weiß gar nicht, warum ich so rumgeschlichen bin. Den Bienen jetzt auch gut. Das ist die Hauptsache. Ne? Gab ordentlich schön Honig, der war richtig lecker. Haben sie sich schön aus dem Wald geholt. Ne? Das Waldbienenhonig hier, ihr wisst schon, dieser dicke da. Der mit mega viel Zucker. Oh, Hammer. So, Schneidwerk wieder da hinten hin, wo es hingehört. So, stellen wir mal hier ab. Dann dürfte das schon passen eigentlich. Ja, steht super, steht super. Dann den Drescher zurück in seine Halle. Huch, na sag mal. Was war denn da los? Böse Halle, lass mein Dreschi in Ruhe. Dann den John Deere vom Feld holen. Hallo. Ist auch ein echt super Mod, also John Deere, klasse gemacht hier. Wie er schön glänzt und von der Armatur her. Interieur. Geil. So. Auffüllen? Wo waren Auffüllen? Ach hier. Ne? Doch nicht? Ja, dann stell einfach mal ab. Ach da. Ich hab den gar nicht ausgewählt gehabt. Aber wo ist denn jetzt Auffüllen? Düngerstreuer senken? War das nicht normalerweise hier? Ich glaube, ich muss daran. Ha! Pass mal auf. Klar muss ich daran. Soll ich dann am Wassertank? Oh Mann. Anfängerfehler.
Und mach die Plane zu hier. Mach davon alleine wieder auf, okay. Boah, ich bin echt raus aus LS. Die ganzen Knöpfe, die ich einfach drücke, wild. Herrlich. So. Baby, zurück in die Halle mit dir. Und dann jetzt zum Feld und wir holen den Fiat Agri wieder runter. Der hat jetzt 7735 Tonnen Sojabohnen hier am Start. Ja, ist eine kleine Menge, mit der man schon was anfangen kann. Die packe ich aber noch ins Lager, weil wir haben ja auch noch ein bisschen was zum Start gehabt. Irgendwie 5 oder 7000, was weiß ich. Kann ja mal gucken. 6358 Liter. Plus unsere 7000. Jawohl, macht. Ja, 13 mit den Aufrunden. Sagen wir 14. 14 bis 15.000 Liter haben wir dann am Start. Ist gar nicht so schlecht. Gibt ja einen guten Preis. Und ihr seht schon, der kämpft sich hier ordentlich ab. Ja, ist wohl doch nicht der allerbeste dafür. Aber irgendwie doch ist schön, ne? So ist es ja in echt auch. Da rasen die ja auch nicht los. Eigentlich passt's. Schon ein geiles Gerät. Das ist ein Spritverbrauch hier. Wer soll denn das bezahlen? Hier die roten Zahlen, die ihr oben seht, da 43, irgendwas und so, das ist der Spritverbrauch aktuell. So, jetzt haben wir den größten Berg hier überwunden. Jetzt dürfte es ja wieder runtergehen, jawohl. Jetzt kommt hier so ein Huckel. So. Dann laden wir die mal ab. Zack, schon sind sie weg. Und wie viel lag meine Schätzung? 14.000 Liter im Lager. Sehr gut. So, wieder zurück in seine Halle hier, wo er hingehört. Zack. Na, geht doch. So. Dann habe ich schon gesehen, ich habe mir in der letzten Folge schon den Klaas bereitgestellt gehabt. Er steht schon an der super UNDC S-Pro 3000, eine Direktsaat-Sämaschine mit 3 Metern Arbeitsbreite. Wunderbar. Und die schnappen wir uns jetzt. Das Vorgewende werde ich auf jeden Fall selbst ziehen. Danach kommt vielleicht der Helfer zum Einsatz. Das kommt ganz darauf an, was wir noch an Zeit haben für die Folge. Und dann wird schnell das Feld fertig gemacht. Gibt ja nebenbei genug zu tun. Eier sammeln und oh, was man nicht alles machen kann. Ich werde auch im Wald gehen, denke ich, in der Neustadt. Gibt's hier einen Wald? Erzähl mal irgendwas. Ja, es gibt einen Wald. Sehr gut. Also jetzt nicht oft und nicht als Haupterwerb, aber so nebenbei mal, ne? Mal ein Bäumchen fällen. Ist doch auch nicht schlecht. Ich bin mit der Sämaschine losgefahren. Ich wette, euch ist es schon aufgefallen. Mir erst jetzt. Ich habe gar nichts drin. Nix, null Saatgut. Kann nichts werden. Mist. Mist. Ja, dann halt nochmal von vorne. Diese Vergesslichkeit, ne? Schlimm. Vor allem im Alter lässt es ja nicht nach. So, mach voll den Laden. Voll lecker. So, sehr schön. Die haben wir voll.
dann geht's los. Ist ja noch gar nicht richtig voll. Die hat ja nur eine Palette leer gemacht. Hier, mach mal komplett voll. Was ist denn los mit dir, Junge? Sorry, ich hab da gerade nicht drauf geachtet. Ich hab gerade in WhatsApp reingeguckt. Ja, ich bin ja ehrlich. Handy am Steuer. Sollte man nicht machen. Ja, dann ist Saatgut gleich leer. Weiß ich schon mal Bescheid, was die nächste Aufgabe sein wird. Saatgut besorgen. So, Plane schließen und auf geht's. Oh, sehr schön, der Klaas. Er hat auch schöne Spiegel. Man sieht was an den Spiegeln. Das ist schon mal nicht schlecht. Da. 3 Meter Arbeitsbreite. Da muss ich mich erstmal umsehen. Da gibt's auch nichts mehr zum Ausklappen, ne? Nee. Senken. Fruchtart einstellen. Was mache ich denn hier rauf? Sagt mal was. Ach so, ihr seht es ja im Nachhinein. Ich mache noch eine Ladung Sojabohnen hier rauf. Komm, los geht's. Sojabohnen. Oh, die ist aber klein. Das sind 3 Meter, wirklich? Aber es ist Direktsaat, das darf man nicht vergessen. Das hat man vorher alles erst gegrubbert und dann gesät. Uiuiui. Es ist schon eine riesige Arbeitsersparnis, auf jeden Fall. Das sieht echt monströs aus irgendwie, aber es ist doch eine ziemlich geringe Arbeitsbreite. Ja, so kann es täuschen, ne? Also, es kann jetzt ein bisschen dauern, das Vorgewende hier zu ziehen. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. Wundert euch nicht, ich ziehe mein Vorgewende immer ganz komisch. Ah, da vorne wird es schon mal nicht so einfach für mein Vorgewende im Prinzip. Dann muss ich wohl eine Kurve fahren. Da habe ich auch, hallo, habe ich doch gut hinbekommen. Mache ich doch jetzt immer so. Sehr gut, läuft. 14 km/h. Wir sehen ordentlich mit 3 Meter Arbeitsbreite. Wahrscheinlich werden wir das ganze Feld nicht mehr schaffen in der Folge. Wir sind schon bei unseren 12 Minuten angelangt. 13 fast schon. Und schade eigentlich. Ich hatte gedacht, das wird so gut wie in letzter Folge. Da haben wir geschafft zu ernten. Und zu düngen. In einem Schritt. Das war schon echt schnell. Aber klar, mit 3 Meter Arbeitsbreite jetzt. Hohohoho. Wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Ich habe hier meinen kleinen. Ich habe einen kleinen Helfer. Warum ist da eigentlich manchmal eine Frau und manchmal ein Mann der Helfer? Kann man das nicht irgendwo einstellen, dass ich nur Frauen habe? Die sind ein bisschen billiger. Also vom Lohn, ne? Nicht, dass jetzt hier irgendwas falsch verstanden wird. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das Vorgewende werde ich beenden. Ohne dass ihr mir dabei zuseht.
Und wahrscheinlich auch einen Teil des Feldes werde ich schon vorarbeiten, denn ich möchte mich hier nicht so abquälen, dass ich irgendwie 7 Folgen für ein Feld mache. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Ne? Bestimmt ihr auch nicht. Da seid ihr bestimmt auch ganz froh, mal Abwechslung zu sehen. Könnt ihr gerne reinschreiben, was ihr davon haltet. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, wie ich am Ende dieses Feld bin. Wie ich am Ende dieses Feldes bin. Ja. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Würde ich mich mega drüber freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst natürlich auch ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf der Neustadt-Map. Und bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Aro. Tschüss.